und herzlich willkommen hier wieder mal auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute die aktuelle Loot Raider Box, wie ihr hier schon sehen könnt, für den Monat Januar 2016. Verzeihung. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an mit dem Unboxing und stellen die Box mal so hin, dass wir hier etwas sehen können. Dann machen wir hier die Box mal auf. Das Thema dieses Monat war War. Den Zettel packen wir mal zur Seite und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Artikel. Und zwar ist es von Fallout ein Nuka Cola Refreshing to the Last Sip. Es ist ein Cola-Erfrischungsgetränk mit Molke-Erzeugnis. Also kein Energy-Drink, sondern mal eine Cola. Kein Pfand. Also die Dose kann man auch aufheben. Dann kommen wir zum nächsten Artikel. Und zwar haben wir hier ein... das Licht ist heute etwas... Moment. Lichtkorrektur. So. Und zwar haben wir hier ein Ice Cold Nuka Cola Flaschenöffner, wie man hier sehen kann. Legen wir auch mal zur Seite. Und dann haben wir hier, ja, das kann man hier etwas schlecht sehen, haben wir hier Call of Duty Advanced Warfare einen Schlüsselanhänger von BioWorld. Schau, dass ich euch den zum Schluss noch mal mit einem Bild oder was zeige, wo man es vielleicht besser sieht. Ich will es jetzt noch nicht auspacken, da ich noch was etwas vorhab. Dann haben wir hier von Call of Duty Black Ops 2 eine Kette, so wie es mir aussieht, wo ich auch noch Bilder mit einfüge. Am Schluss, wie gesagt, ich habe noch was anderes vor. Ich will mal was austesten und dazu brauche ich sie leider noch verpackt. Dann haben wir hier ein Beanie Call of Duty Advanced Warfare, original lizenziertes Produkt. Und dann kommen wir hier auch schon zum letzten Artikel, also recht übersichtlich heute. Und zwar das T-Shirt. Und zwar ist das T-Shirt auch von Fallout. Welcome Home. Vault. Die Vault-Tür von Vault 111. Ja, das war's dann eigentlich schon heute. Also recht übersichtlich der Loot Raider dieses Monat, auch wenn hier einige gewichtige, also die Kette ist sehr schwer und auch der Schlüsselanhänger ist sehr schwer, da aus Metall. So, dann schauen wir mal hier nochmal durch. Die Fallout Nuka Cola ist hier angegeben mit 1,90 Euro. Dann der Fallout Flaschenöffner mit 2,90 Euro. Aha. Dann ist der Call of Duty Beanie Mütze. Ist hier angegeben mit 15,90 Euro. Dann haben wir hier das Fallout T-Shirt. Steht da irgendwo was? Ja, da. Welcome Home. Das ist angegeben mit 20 Euro. Naja, ist immer so eine Sache. Ich sehe, es ist, glaube ich, nicht lizenziert gewesen. Also würde ich eher sagen mit den 15 Euro. Dann haben wir hier die Kette. Diese hier für 6,90 Euro. Und dann haben wir hier die Dogtags für 12,90 Euro. Nein, halt die Keychain. Kostet, ist etwas unübersichtlich, 6,90 Euro, also der Schlüsselanhänger 6,90 Euro und die Kette 12,90 Euro, so rum. Und dann war es das auch schon mit dem Loot für Januar.
Hier nochmal das kleine Read-up. Wer es lesen will, kann gerne Pause drücken. Wir sagen, dieses Mal war es recht übersichtlich. Ich werde der Box hier, naja, sagen wir mal, da ich Fallout doch spiele, was ich eigentlich nie gedacht hätte, das ist mein erstes Fallout 4, würde ich der Box ja eine 7,5 geben. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Box bewertet. Es war heute mal etwas anders, ich habe die Sachen nicht ausgepackt. Warum, werdet ihr noch sehen, beziehungsweise hören oder erfahren oder wie auch immer. Und somit bedanke ich mich fürs Zusehen, würde mich für einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über ein Abo und sage bis zum nächsten Mal.